Hallo und herzlich willkommen zu Thomas kocht. Wir machen heute einen absoluten Klassiker, nämlich Kartoffelsalat. Und zwar Kartoffelsalat ohne Mayonnaise mit Essig und Öl. Und wenn ihr dieses Rezept nachgemacht habt, werdet ihr nie wieder einen fertigen Kartoffelsalat kaufen. Versprochen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes kochen wir mal die Kartoffeln für unseren Kartoffelsalat. Ihr könnt natürlich auch Kartoffeln vom Vortag nehmen, aber mit frisch gekochten, warmen Kartoffeln geht es immer viel, viel besser, denn die nehmen die Marinade deutlich besser auf als kalte Kartoffeln. Ich koche sie immer in der Schale, denn so bleibt der Geschmack am besten erhalten. Dann gleich am Anfang Salz rein. Wenn es aufgekocht ist, schmeckt das ab, ob das salzig genug ist. Neulich hat mal jemand unter einem Nudelvideo geschrieben, Nudelwasser sollte so schmecken wie eine Träne. Besser kann ich es auch nicht beschreiben. Genauso sollte auch Kartoffelwasser schmecken. Also wenn es nicht nach Salz schmeckt, macht noch ein bisschen mehr dran. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ein bisschen Rosmarin reingeben. Ich gebe immer noch ganz gerne ein kleines bisschen Knoblauch mit rein. Zwei Zehen einfach in der Schale kurz andrücken. Denn je mehr Geschmack eure Kartoffeln nachher haben, umso besser wird euer Kartoffelsalat. So, das Ganze wandert jetzt auf den Herd. Ich stelle die Kartoffeln übrigens immer mit kaltem Wasser auf, denn dadurch verkochen sie außen nicht, sie werden gleichmäßiger warm. Das heißt, wenn ich heißes Wasser reinmache, werden sie außen schon ein bisschen weicher gekocht, als sie dann nachher innen sind. Das heißt, unter Umständen habe ich eine außen verkochte Kartoffel. Deswegen kalt aufstellen, immer besser. So, dann machen wir uns noch ein bisschen eine Brühe für unseren Kartoffelsalat. Natürlich könnt ihr auch einen Brühwürfel nehmen. Ich persönlich nehme in dem Fall, wenn ich keine Brühe habe oder machen will, nehme ich einfach lieber Wasser und würze das gut mit Salz und Pfeffer, bevor ich zum Brühwürfel greife. Aber gehen tut das schon. So, ich mache jetzt hier in dem Fall einfach eine Gemüsebrühe aus Stangensellerie, etwas Karotte, zwei Karotten nehme ich, Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, auch die einfach in der Schale, kurz anpressen, dann mit rein. Die Zwiebel können wir einfach in Streifen schneiden. Ruhig den Strunk mit dran lassen. Natürlich könnt ihr auch gleich einen größeren Topf Brühe einfach kochen. Also zum Beispiel könnt ihr auch eine Geflügelbrühe oder eine Rinderbrühe machen. Und dann nehmt ihr einfach einen Teil weg für euren Kartoffelsalat und dann habt ihr noch eine schöne Suppe. Das heißt, ihr habt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, die Karotten schneiden wir auch einfach ein kleines bisschen klein. In dem Fall lasse ich einfach die Schale mit dran. So, dann rühre ich gleich auch hier ein bisschen Salz mit dran. Kann auch gleich ein bisschen Pfeffer rein. Und dann füllen wir das Ganze einfach auf mit kaltem Wasser. Zwei Lorbeerblätter gebe ich auch noch mit rein. Und dann kochen wir das Ganze einmal auf und dann lassen wir es nur noch ziehen. Etwa 20 Minuten und fertig ist unsere Gemüsebrühe. Die Kartoffeln lasse ich jetzt auf dem Teller so ein bisschen abkühlen, aber wichtig, sie sollen nicht ganz kalt sein. So, die Brühe gebe ich jetzt durch ein Sieb. Das Gemüse könnt ihr natürlich wunderbar essen noch, besonders weil das Gemüse nur 20 Minuten gezogen ist, ist es auch noch ein bisschen Leben drin. So, wir werden hier auch sicher nicht die ganze Brühe brauchen. Ihr könnt ohne Probleme den Rest entweder in ein Wegglas geben und bis zu einer Woche im Kühlschrank aufheben oder einfach einfrieren und bei Bedarf wieder auftauen. So, während unsere Kartoffeln ein bisschen abkühlen, machen wir weiter mit unserem Dressing. Ihr könnt eine weiße Zwiebel dafür noch nehmen, ich nehme ganz gerne eine rote, weil es einfach schöner aussieht. Aber ansonsten ist das eigentlich egal.
Die Zwiebel schneiden wir in kleine Würfel. So, das wandert in unseren kleinen Topf hier. So, den Speck schneiden wir auch in Würfel. Oder ihr kauft direkt gewürfelten Speck. Geht natürlich auch. Auch das wandert in unseren Topf. So, in den Topf gebe ich so ein kleines bisschen Sonnenblumenöl, damit das Ganze schön anschwitzen kann. Das Ganze schwitzen wir für ein paar Minütchen an. Ich wollte keine Farbe nehmen. So, wenn wir das Ganze angeschwitzt haben, geben wir Brühe drauf. Ich gebe jetzt nicht alles drauf. 300 Milliliter ungefähr. Ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen. Es kann sein, dass ihr ein bisschen mehr oder weniger braucht, je nach Kartoffelart. Manche saugen mehr auf, manche saugen weniger auf. Deswegen kann es sein, dass ein bisschen übrig bleibt oder dass wir auch noch ein bisschen nachmachen müssen. Ich habe jetzt unsere Marinade ein paar Minuten gekocht. Dann würze ich das Ganze, wie gesagt, Pfeffer. Dann verträgt das auf jeden Fall noch ein bisschen Salz. So, dann gebe ich hier 1 bis 2 Teelöffel Senf mit rein. Das ist, könnt ihr natürlich je nach Geschmack machen. Ich nehme hier einen mittelscharfen Dijon-Senf. So, dann gebe ich hier noch 2 Esslöffel, 2 Esslöffel weißen Essig dazu. Ich habe jetzt in dem Fall einen weißen Balsamico genommen. Ihr könnt einen Apfelessig nehmen. Also es muss jetzt hier kein besonders teurer Essig sein. So, wenn ihr das Ganze probiert, sollte das schön kräftig schmecken, denn Kartoffeln saugen sehr viel Geschmack auf. Und wir werden in den meisten Fällen Kartoffelsalat immer nochmal nachwürzen müssen, nachdem er durchgezogen ist. So, jetzt geht es aber ans Kartoffelschälen. Und wichtig ist, dass sowohl die Kartoffeln als auch die Marinade noch warm sind. Denn dann verbindet sich das Ganze am besten und wird schön aufgesaugt. Es muss nicht kochend heiß sein, aber warm sollte es auf jeden Fall sein. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich habe hier natürlich festkochende Kartoffeln genommen. So, schneidet sie nicht zu dünn, denn sonst habt ihr nachher nur einen Matsch. Also so ein halber Zentimeter etwa dürfen die schon sein. So, ich habe mal kurz zu einer größeren Schüssel gewechselt. Vorsichtig umrühren jetzt das Ganze. So, das Ganze schwimmt jetzt erstmal so ein bisschen in der Brühe, aber keine Angst. Das saugt der Kartoffelsalat ganz sicher auf. So, lassen wir kurz eine Minute stehen. So, mein Kartoffelsalat hat jetzt die Brühe so gut wie aufgesogen. Ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen zu viel Brühe gemacht. Damit mir meine Zwiebeln und mein Speck nicht verloren gehen, habe ich das jetzt abgesiebt. Und dann bei Bedarf könnt ihr immer noch ein bisschen Brühe nachgießen. Ansonsten könnt ihr diese Brühe wunderbar auch einfach in der Suppe verwerten. Sollte was übrig bleiben. Also wie gesagt, es ist immer sehr schwer einzuschätzen, weil jede Kartoffelsorte nimmt eben mehr oder weniger Flüssigkeit auf. So, jetzt hacken wir noch ein paar Kräuter und gleich kommt auch noch ein bisschen Öl dran. Ganz normales Sonnenblumenöl nehme ich hier. Das gebe ich ganz zum Schluss dran, denn sonst versiegelt mir das Öl die Kartoffeln und dann nehmen sie eben keine Brühe mehr auf. An Kräutern mache ich noch ein bisschen Schnittlauch und Blattpetersilie mit dran. Die habe ich gut mit kaltem Wasser gewaschen und dann schön trocken machen. Hätte ich die Stiele ein bisschen früher gezupft, das sind die Stiele von der Blattpetersilie, dann hätte ich die wunderbar mit in die Gemüsebrühe machen können. Aber leider kam mir der Gedanke erst zu spät. Die Petersilie, da schneide ich nur grob drüber. So, Schnittlauch schneide ich auch so ein bisschen klein.
Im Prinzip ist das jetzt schon fast fertig. Ich gebe jetzt noch ein paar Esslöffel Sonnenblumenöl dazu. Also nur 3 bis 4 Esslöffel. So, und fertig ist ein wunderschöner Kartoffelsalat. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Wenn ihr übrigens kleinere Kartoffeln verwendet, dann brechen die nicht so leicht, dann habt ihr ein bisschen schönere Optik. Große Kartoffeln zerbrechen natürlich sehr schnell beim Umrühren. Tut dem Geschmack allerdings keinen Abbruch. Lecker. Das schmeckt so viel besser als gekaufter Kartoffelsalat. Man merkt allerdings hier sehr schnell, dass die Kartoffel wirklich sehr viel Salz braucht. Das heißt, nach einer Stunde das Ganze ruhig nochmal abschmecken. Und wahrscheinlich braucht ihr dann noch ein bisschen Salz. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schaut auch gerne mal bei Instagram bei Thomas Kocht vorbei. Da könnt ihr nämlich eure Fotos mit mir teilen, indem ihr mich ganz einfach darin markiert. So, damit sage ich viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.